Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Der neue Civil War Trailer ist draußen, Trailer 2. Und da ich zum ersten gar keine Review gemacht habe, kommt jetzt auf jeden Fall eine. Aber schon mal vorab, Civil War 1, also der erste Trailer von Civil War, war richtig stark. Und der hier ist auch richtig stark. Und bevor wir anfangen, will ich nochmal ganz kurz mit euch was klarstellen. Wie gefällt euch das hier? Wie gefällt euch das neue Setting? Hier, schaut mal auf den Bildschirm. Schaut mal, da ist der Civil War Comic daneben. Nee, aber Spaß beiseite. Ich war davor immer vor der Wand. Und da musste ich mit der Kamera so nah ran, weil naja, irgendwo ist die Wand, diese Wand halt, diese Comicwand zu Ende. Und das hat mich immer genervt. Jetzt habe ich die Kamera vor mir hier hingestellt. Und ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich mache so, wie ihr es wollt. Ja, kommen wir zum Trailer. Hat mir richtig gut gefallen, hat mir sogar noch besser gefallen als der erste Civil War Trailer, weil wir hier viel mehr intensive Szenen haben. Man merkt richtig, dass die Russo-Brüder wieder am Werk sind, die ja mit Winter Soldier schon echt abgeliefert haben. Also Winter Soldier ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme, wenn nicht sogar mein liebster Marvel-Film und sowieso einer der besten Superhelden-Filme, weil der so, der nimmt sich richtig ernst, ja. Es ist nicht alles lustig und schön, sondern es ist auch ernst. Es geht um die Charaktere, es geht um ihre Beweggründe, die Motivation. Und das siehst du auch wieder in dem Trailer. Also vor allem die Momente mit Tony Stark und Captain America sind so richtig Hass, einfach nur Hass. Und die widern sich an, die giften sich an, es ist richtig eklig und ich mag's, ich mag das. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. Also es ist einfach so intensiv und emotional. Und Emotionen sind eine coole Sache. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, wenn wir ein bisschen mehr auf die Action schauen, sind einfach die Szenen mit Black Panther. Ey, der Typ ist ja so bad, er sieht so cool aus, ich liebe sein Kostüm. Und auch die Szene, wo er hinter Winter Soldier herrennt, Captain America hinter ihm. Er rennt auch so schnell und dann kommt noch dieser Hechtsprung, wirklich wie so ein Panther. Ah! Ich liebe den. Und dann kriegen wir noch eine Szene ein bisschen länger zu sehen, die wir schon aus dem ersten Trailer kennen. Und das ist die Szene, in der sich Tony Stark so ein, ja, wie so eine Art Mini-Iron-Man-Handschuh anzieht. Und nicht nur, weil das Gadget so cool ist, sondern auch der Gesichtsausdruck von Robert Downey Jr. in der Szene einfach perfekt ist. Und das sind wieder Emotionen. Es gibt ein paar Sachen, die ich an dem Trailer so ein bisschen zu, naja, es ist meckern. Ich meine, es ist ein Trailer, da kann man eigentlich sowieso nichts kritisieren, weil im Film am Ende meistens alles anders ist. Da gab es so ein paar Punkte, wo ich so ein bisschen dachte, nee, nee. Und ein Punkt zum Beispiel ist die Idee des Films, dass die Menschen Angst vor den Helden haben, weil sie bei ihren Taten auch andere Sachen kaputt machen. Wir sehen das Szenen von Avengers 1, ich glaube Age of Ultron und Winter Soldier, wie der Helicarrier einstürzt und so weiter, wie dieser Erdbatzen mit der Stadt und so hochgeht, ne? Das ganze Zeug sieht man da und dann steht da jemand, wahrscheinlich von der Regierung, der den Helden sagt, Leute, die haben Angst vor euch, ja, die trauen euch nicht mehr so, wir müssen euch besser überwachen, ihr könnt nicht tun und machen, was ihr wollt. Und ich finde das schon eine gewisse Parallele zu Batman wie Superman, wo Superman vorgeworfen wird, dass die Zerstörung in Metropolis, das alles hat Folgen, ja. Ich meine, er hat General Zod bekämpft und hat gewonnen, aber es ist viel kaputt gegangen. Die Leute haben Angst vor diesem übermenschlichen Helden. Und das ist für mich schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, keine Ahnung, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Das ist einfach vom Timing her ärgerlich, ne, welcher Film jetzt als erstes kommt und die Idee halt als erstes dem Zuschauer zeigt. Dementsprechend wird dann der darauffolgende Film halt vielleicht, ja, müssen wir schauen, wie viele Sachen da gleich sind. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, wo ich echt, ich glaube, ich stehe da allein da, aber ich bin immer ehrlich zu euch, Leute, wirklich. Also, wenn ich Sachen sage, dann weiß ich, dass ich damit auch andere Leute vielleicht irgendwie verletze oder so. Aber ich muss einfach sagen, weil es meine Meinung ist, das Spider-Man-Kostüm, versteht mich nicht falsch, Leute, ich finde es super, dass Spider-Man jetzt in dem Marvel-Film ist. Ich meine, wie das mit den Rechten ist so dämlich. Der Held darf nicht da sein, aber da, mein Gott, das sind alles Marvel-Helden. Es wäre cool, wenn alle irgendwie zusammen, ne, interagieren könnten. Und das haben wir jetzt. Spider-Man ist jetzt in dem Marvel-Film von Marvel Studios und nicht nur bei Sony. Das mit den Rechten wurde ja so ein bisschen, er ist irgendwie ein bisschen ausgeliehen so. Also es ist ein bisschen komisch von den Rechten. Ja, auf jeden Fall ist er im Film. Und das ist cool, weil er muss da sein. Im Comic hat er so wichtige Szenen und es ist super wichtig, dass er da drin ist. Das Kostümdesign ist auch gut. Also mir gefällt, dass da wohl Tony Stark seine Finger im Spiel hatte mit dem Webshooter, mit den Augen. Das ist cool, das kennen wir auch ein bisschen aus den Comics. Aber was mir nicht so gefällt, ist einfach der Look. Also ich rede nicht von den Farben, ich rede auch nicht, ne, vom... Das Design ist cool, aber die Textur, es sieht so CGI-mäßig aus. Es sieht nach Wachs irgendwie aus. Also ich weiß auch nicht. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, oh... Das sieht schon sehr computermäßig aus. Ich meine, das kann sich natürlich bis Kinostart noch stark verändern und verbessern. Das hoffe ich auch. Aber für mich sieht das jetzt sehr künstlich aus. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Schreibt es in die Kommentare. Aber ey, Leute, das ist nur Gemecker an dem Trailer. Ich meine, das ist so belanglos. Bei einem Film kann das letztendlich alles anders wirken. Und
Es ist ein Trailer, aber der Trailer an sich gefällt mir, wie gesagt, im Großen und Ganzen richtig gut. Spider-Man hypt mich einfach nicht so krass, weil ich schon 5 Filme von ihm gesehen habe. Da hat mich Vision ganz ehrlich mehr gehypt. Achso, und ganz wichtig, die Frage aller Fragen, Team Cap oder Team Iron Man? Team Cap, ich meine, Iron Man, ganz ehrlich, Leute. Das war meine Trailer-Review zu Civil War Trailer 2. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da oder abonniert mich, würde mich sehr freuen. Hier links geht's zu einem Let's Play. Ich weiß gar nicht was. Ich tue da irgendwas hin und dann klickt ihr da drauf. Und unten drunter, wer ist Batman? Leute, wir bereiten uns auf Batman wie Superman vor. Vor dem Release, so ungefähr 4-5 Tage vor Release, kommt jeden Tag ein Video passend zu Batman wie Superman raus. Freut euch drauf, das wird richtig cool. Wir reden über The Dark Knight Returns, über den Comic natürlich. Wir reden über Man of Steel. Es gibt ein Wer ist Superman? Das wird, boah, es wird so viel Arbeit, aber ich freue mich drauf. Und Batman wie Superman, Civil War, wir leben in einer wunderschönen Zeit, Leute. Damit vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und ciao.